guten Tag, der Herr. Grüß Gott. Grüß Gott. Die Polizei. Wo? Was machen Sie denn da? Ich wollte eigentlich, Bonbons kaufen. Bonbons kaufen? Bonbons kaufen. Bei dem Typen. Bei dem schmierten, ja. Wissen schon, dass er ziemlicher Schmierlappen ist, ne? Nö. Wie? Wo war denn jetzt gerade jemand anders noch? Was? Der steht da draußen. Ich stehe hier. Hä? Ein Kollege macht den Rest mit Ihnen. Und schauen Sie sich den Typen doch mal an. Der spuckt sich doch in die Hände und schiebt sich damit die Haare zur Seite. Da sieht man doch, dass der nichts gibt. Also ich habe gerade das Auto bei ihm gekauft und dann hat er gesagt, das Bumbo gibt nur kostenfrei dazu. Sie haben hier ein Auto gekauft. Das ist ja kurios. Da steht doch da draußen auch noch eins. Das ist wo Ihr war Auto? Denn das? Sie reden von dem LKW. Nee, da war doch mal... Moment. Hä? Wem gehört denn der LKW? Den habe ich gekauft bei ihm. Das ist Ihr Auto? Jo. Was transportieren Sie damit? Ja, Bonbons. Bonbons? Darf ich mir die mal angucken? Bitteschön. Ja. Ich hab so den Verdacht, dass da Drogen drin liegen. Was? Ja, wo kommen die denn her? Der hat zu mir gesagt, da sind Bonbons drin. Nee, leider nicht. Das sind nicht Ihre. Moment mal. Da ist doch gar nichts drin. Der hat sich betrogen. Da ist doch gar nichts drin. Was haben Sie denn im Rucksack? Was habe ich im Rucksack? Spitzhacke, ja. Reparaturkit, ja. Wasserflasche, Speck und Arzneimittel. Und das war's? Ja, Bonbons hat er mir noch auf die Hand gegeben. Bonbons? Ja. Ah ja. Ja, Herr Kollege. Was machen wir? Mit dem Herrn da drin. Ja. Oh, guten Tag, der Herr. Wir haben hier also den Herrn. Was ist das für einer? Wer? Der da drin. Polizist. Nein, ich meine den anderen, der mir den LKW verkauft hat. Das weiß ich nicht. Ja, das klingt ja alles sehr interessant. Doch der Herr hat uns die Geschichte ganz anders erzählt. Der Herr da drin behauptet, dass er ihnen keine Bonbons versprochen hat. Was? Er hat gesagt, es gibt einen LKW. Das hätte er versprochen. Das ist seine Aussage. Naja, Bonbons sind ja keine drin und die hat er mir ja auf die Hand gegeben. Die hat er ihm schon auf der Hand gegeben? Ja, und Bonbons hat er gesagt, wir haben drin, aber da sind ja gar keine drin. Sagt der Herr auch, dass er da nie von gesprochen hätte, dass er welche drin. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Das ist nicht Ihr Ernst. Ich habe Ihnen gesagt, ich mache Ihnen extra nur große Kehrwoche. Und jetzt sagen Sie mir, dass da keine Bonbons drin sind. Und das war nie versprochen. Ich glaube, ich bin. Kann man den auch zeigen? Das können Sie bei uns im HQ machen. Ja? Gut, dann werde ich da nachkommen. Das ist ja auch Verschämtheit. Ich habe dem nur 2 große Kehrwochen versprochen. Und Maultasche nur dazu. Ich glaub's echt nicht. Wenn der Kollege nichts dagegen hat, dann belassen wir das für heute mal so. Auch wenn ich Ihnen nicht ganz glaube, dass Sie das hier
will ich denn dagegen haben? Also ich denke mal, dass sie dann noch zum Um und da eine Anzeige fertigen. Und dann nehmen wir uns der Sache natürlich an. Zu dem Gang ich nehme. Das ist ja Betrüger, ist doch das. Ja, ja. Dann machen sie sich besser hier weg. Ich kaufe lieber Kaugummis. Richtig. Dann so, einen schönen Abend noch. Danke gleichfalls. Mit wem habe ich ihn jetzt eigentlich gesprochen, bitte? Mit dem Herrn Bleifrei. Herr Bleifrei, guten Tag. Und Sie? Herr Novikov. Nochmal bitte? Herr Novikov. Novikov. Dann wünsche ich noch eine schöne Heimfahrt ins Haku. Wie lange sind Sie denn da? Wir sind noch ein bisschen da. Gut. Ich sag das, mein Rechtsanwalt wirkt. Ja. Und Kehrwoch kannst du auch einen Tausch mieren. Ich denke sowieso, dass es mehr bringen wird, eine Zivilklage da einzureichen, als eine Anzeige zu schreiben. Sagen Sie mal, da viel mehr bei rumkommt. Wie können Sie eigentlich so einen schönen Zeig machen? Oh, das ist ganz einfach mit dem 1, 2, 3. Meine Muskeln sind irgendwie verkrampft. Ja, das müssen wir sortieren unter den Muskeln. Gut, dann werde ich das noch machen. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Heimfahrt. Ja, danke, gleichfalls. Danke, tschüss. Ja. Sauerei da. Kehrwoch. Die sind schon gemein. Hast du die auf mich gejagt? Der Hubschrauber. Ich hab's gewusst, dass die mir hinterhergehen. Jetzt guckt es bestimmt, wo ich hinfahre. Wenn ich zum Drogendealer gehe, dann sag ich, der wollte mir Kaugummi verkaufen. Ja, machen wir Licht an. Sonst halten sie mich deswegen noch an, da geht es um Strafzettel. So. Die haben einen Fehler gemacht. Die haben zuerst beschlagnahmt und dann danach gefragt. Das war ein großer Fehler.
Das ist gemein. Fliegen die noch irgendwo? Der ist aber gar nicht als Polizei angemeldet. Wasser trinken. Ups. Einer, zwei, 3, 4, 5, 6, knapp.